Seit vergangenen Samstag 10 Uhr ist das Freibad in Zielitz wieder für die Saison 2015 geöffnet. Das Besondere an diesem Bad, mal abgesehen davon, dass in den zurückliegenden Jahren die Gemeinde immer wieder in das Bad und seine Erhaltung investiert hat, ist die Tatsache, dass das Wasser beheizt ist. Und ganz egal, wie kalt es draußen ist, das Wasser hat in der Regel 26 Grad. Und auch zur Saisoneröffnung war das Wasser wärmer als die Luft. Ich möchte gern von Ihnen wissen, wie ist denn das Wasser? Sehr schön. Haben Sie lange darauf gewartet, dass das Freibad wieder geöffnet hat? Und ich bin alleinstehend und bin immer einsam und da habe ich mich gefreut, dass endlich wieder los ist. Und ich bin nämlich schon ein alter Hase. Ja. Na alt. Doch. So wie Sie schwimmen, sieht es doch gut aus. Danke. Aber da raten Sie nicht, wie alt ich wirklich bin. Jetzt müssen Sie es mir verraten. Nee, ich will Ein nicht Herr sagen. Fragt eine Dame nicht, wie alt sie ist. Nee, und eine Dame antwortet nicht, wie alt sie ist. Und das spricht wieder für Ihre Jugend. Danke. Es gelten im Bad gewisse Regeln, die gelten auch für ganz kleine Kinder. Die beiden Becken für Schwimmer und Nichtschwimmer und dazu der Bereich für die ganz Kleinen. Überall ist das Wasser angenehm warm. Wie lange geht eigentlich die Saison? Bis Anfang September. Wir entscheiden nach Wetterlage. Bei schönem Wetter werden wir sicherlich verlängern. Aber tendenziell geht es erstmal in Richtung 1. Septemberwoche. Wo kommt eigentlich die Wärme für das Wasser her? Die beziehen wir vom Kaliwerk. Das ist die Restwärme oder Abwärme von der Gasturbine. Das läuft über ein Rohrleitungssystem. Und wir haben hier diesen Wärmetauscher und nehmen uns das, was wir brauchen, und das gehen wir zurück in die Kasse. Gut. Wie viele Gäste haben Sie durchschnittlich im Jahr? Je nach Wetterlage, also tendenziell geht es in Richtung 30.000, 35.000. Montag bis Freitag von 13 bis 20 Uhr und an den Wochenenden und an Feiertagen schon ab 10. Erwachsene zahlen 2 Euro, Kinder 1,10 Euro. So sind dem nassen Vergnügen keine Schranken gesetzt.